total klar. Daniel, kannst du ein bisschen Einblick geben in deine ersten Wochen hier in Hamburg, sowohl was die fußballerische Eingewöhnung anbelangt, als auch was die Eingewöhnungszeit in der Stadt vielleicht betrifft? Ja, von der Stadt habe ich jetzt noch nicht ganz so viel gesehen. Wir haben natürlich auch viel Training, aber die Eingewöhnung hat nicht lange gedauert. Die Mannschaft ist sehr offen, sehr hilfsbereit. Der Umgang miteinander ist sehr gut. Ich fühle mich sofort sehr wohl hier. Und ja, und das macht es natürlich dann auch einfacher, hier in der Mannschaft anzukommen. Stadt wirst du vielleicht noch ein bisschen kennenlernen dann über die Zeit. Was war es sonst noch so, was dich gereizt hat an der Aufgabe hier in Hamburg beim HSV? Ja, der HSV ist natürlich ein Name, ist eine neue Herausforderung für mich, die ich auch persönlich gesucht habe. Ja, der Club ist sehr groß. Hier kann ich den neuen Schritt machen oder den nächsten Schritt machen in meiner Karriere. Ja, und das waren alles die Beweggründe, warum ich jetzt froh bin, hier zu sein. Kannst du dich eigentlich erinnern, was der HSV falsch gemacht hat bei deinem letzten Auftritt hier im Volksparkstadion? Was waren da die Kernpunkte, die du als Gegner so identifiziert hast, als Schwächen beim HSV? Ja, nach 20 Minuten erstmal wenig falsch gemacht, weil da stand es direkt 2-0. Und wir als Darmstadt damals wollten eigentlich schon, dass der Schiri schnell abpfeift, weil die Wucht, die uns entgegenkam, war sehr, sehr groß. Und wir sind dann halt besser damals ins Spiel gekommen, aber das ist jetzt auch Vergangenheit. Die Wucht, die uns damals die ersten 20 Minuten entgegenkam, das ist mein Ziel, dass wir das diese Saison oft auch aufs Spiel bringen, weil ich weiß genau, wie es war damals. Die Spielweise, die war sehr erdrückend für uns. Wir haben uns fast nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und ich weiß, was hier passieren kann, wenn die Mannschaft erfolgreich sein kann. Und das will ich alles mitnehmen. Und dann ist das irgendwie so zerbröselt. Wir wollen auch nicht zu lange in der Vergangenheit rumstochern, sondern daraus irgendwie vielleicht was für die Zukunft nehmen. Hast du Erkenntnisse aus dem Spiel speziell mitgenommen, die dir jetzt dabei helfen, zu erkennen, was der Gegner versucht, was man sich als HSV vielleicht nicht erlauben darf in Spielen, wo man ja als Favorit reingeht? Ja, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Also ich weiß genau, wie wir als Darmstadt damals in der Kabine saßen. Wir waren motiviert. Das war eins der besonderen Spiele oder das vielleicht das besondere Spiel der Saison. Und ich weiß, wie motiviert der Gegner ist hier im Stadion. Und ich denke, das ist gut zu wissen, dass man weiß, wie es in der Gegnerkabine abgeht. Und dass man weiß, dass die Liga so eng ist. Und jetzt, wo ich hier beim HSV spiele, weiß ich halt, wie motiviert der Gegner ist, dass wir keinen Schritt weniger machen dürfen können. Und ich denke, das ist gut zu wissen. Jetzt könnt ihr den gleich zum Start eins überbraten. Müsst ihr auch, sonst gibt es natürlich gleich Skepsis hier in Hamburg, wenn ihr nicht gut startet. Für dich eine gute Sache, dass ihr gleich gegen deinen Ex-Club anfangt? Doppelte Motivation oder vielleicht auch doppelte Belastung? Was hast du gedacht, als du den Spielplan gesehen hast? Belastung auf keinen Fall. Die Vorfreude ist riesig. Erster Spieltag ist immer was Besonderes. Der Blick auf den ersten Spieltag ist immer noch besonders. Die Vorfreude ist riesig. Das erste Spiel oder in die Saison zu starten, ist für jeden Verein wichtig und das ist dann auch unser Ziel, den ersten Spieltag oder gerade die ersten Spieltage dann erfolgreich zu gestalten. Hilft einem natürlich durch die Saison, weil man gleich ein Erfolgserlebnis setzt. Du hast gesagt, du willst den nächsten Schritt machen, der HSV will auch einen Schritt machen, nämlich zurück in die erste Liga. Wie sehr beschäftigst du dich mit diesen Gedanken, dass es dann doch möglichst nach dieser Spielzeit wieder eine Klasse höher zu Werke gehen sollte? Ja, ich denke, wir sollten uns nicht zu viel damit beschäftigen. Jeder weiß, wie eng die zweite Liga ist, wie stark auch die zweite Liga ist. Wir sollten trotzdem wissen, auch unsere Stärke wissen. Aber wir müssen von Spiel zu Spiel gucken. Wir müssen, wie gesagt, gerade gut in die Saison starten und dann jeden Spieltag angehen und versuchen, die Spiele zu gewinnen. Kader ist ja möglicherweise noch nicht so ganz so, wie er dann auch in der Saison beschaffen sein wird. Erlaubst du dir trotzdem schon mal so ein kurzes Zwischenfazit, was die Qualität des Kaders anbelangt? Vielleicht auch sogar im Vergleich mit Darmstadt in der Vorsaison. Spürst du hier ein deutlich höheres Niveau im Training schon? Ja, also das waren auch die ersten Eindrücke auch vom Training. Also die Qualität ist schon sehr hoch. Wir sind auf den Positionen gut besetzt. Die Trainingsintensität oder das Trainingsniveau ist sehr hoch. Wir wollen das jetzt hochhalten. Und das ist dann auch irgendwo der Grund, warum ich mich für den Schritt entschieden habe. Weil ich glaube, das Niveau ist hier schon ein anderes. Und auf dem Niveau möchte ich spielen.
Dann habt ihr mit Dieter Hecking ja auch einen Trainer, der eigentlich im Fußball schon so fast alles erlebt hat. Dem kann man nichts vormachen, dem kann man vertrauen. Wie erlebst du den in den ersten Trainingseinheiten? Ist das ja, schon nochmal irgendwie was Spezielles, mit einem Typen als Trainer zu tun zu haben, der ja auch schon in den letzten Jahren doch einiges an Erfolgen eingesammelt hat? Ja, gerade das. Also er war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Hat enorme Erfahrung und ich denke, das kommt uns allen zugute, dass wir so einen erfahrenen Trainer bei uns haben. Dann kommt man hierher und ist ja klar, man verpflichtet wird als Torwart und dann will man Nummer 1 sein und dann muss man aber natürlich auf der Torwartposition immer ein sehr spezielles Duell führen, eine sehr spezielle Konkurrenzsituation akzeptieren. Wie war die erste Begegnung mit Pollersbeck? Habt ihr irgendwie Thema offen thematisiert, dass ihr jetzt Konkurrenten seid, oder ignoriert man sich da eher? Wie geht man das an? Nee, absolut nicht. Also der erste Kontakt oder komplett der Kontakt in der Kabine auf dem Trainingsplatz ist sehr gut, sehr offen, sehr respektvoll. Wir kommen auch im Torwartteam sehr gut miteinander aus. Tom Mickel, Kai Rabe, der neue Torwarttrainer. Also ja, der Kontakt und das Miteinander ist sehr gut. Hältst du es denn für ein offenes Duell oder gehst du schon davon aus, dass du als Neuer natürlich erstmal irgendwie ein bisschen die Nase vorn hast? Ja, meine Ambitionen sind natürlich klar. Der Konkurrenzkampf ist für alle gleich. Das ist auch klar. Der Konkurrenzkampf gehört dazu, gehört auf jeden Position dazu. Und ich glaube, der pusht auch alle. Also wenn er nicht da wäre, wäre es schlecht. Und ich denke, wir können davon alle profitieren. Mickel hast du auch noch mit erwähnt. Ist jemand, der ja, vielleicht diese Ambition gar nicht hat, hier unbedingt Nummer 1 sein zu wollen. Aber eine ganz wichtige Funktion innerhalb des Mannschaftsgefüges hat. Ja, glaubst du, der versucht sozusagen auch noch da in die Bresche zu springen oder ist das irgendwie so in der Wahrnehmung jemand, der sich dann, was die Position anbelangt, ein bisschen dahinter einordnet? Nö, absolut nicht. Also im Training gibt er voll Gas, ist auch ambitioniert und macht auch Druck. Und er will immer das Beste zeigen und hat aber auch, wie man schon auch von außen auch hört, dieses offene Ohr für die Mitspieler ist in der Kabine ein sehr wichtiger Faktor. Das kriegt man schon in den ersten Tagen mit, ja. Wer sind sonst die wichtigen Faktoren in der Kabine? Kapitänsfrage wird sich irgendwann stellen. So ist es aus deiner Wahrnehmung so, dass es schon ein paar Leute gibt, die irgendwie den Ton so ein bisschen angeben, die Truppe ein bisschen führen, oder ist das noch komplett in der Findungsphase, was die Hierarchie so anbelangt? Ja, also allein durch die letzten Jahre, die Spieler, die hier schon ein paar Jahre gespielt haben, die erfahrenen Spieler, die gehen voran. Aber natürlich haben wir auch viele neue Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen, sollen. Aber jetzt eine ganz klare Hierarchie. Natürlich sind die erfahrenen Spieler wie Aaron, wie Papa, die auch in der Kabine ein Gewicht haben. Und ja, das merkt man in den ersten Wochen und ich denke, das gehört auch dazu. Von meiner Seite war es das. Vielen Dank. Okay. Jo, danke.